Professor Bernd Ankenbrand ist bei mir. Schönen guten Tag, Herr Professor. Wir wollen sprechen über das Thema Risiko, Risikowahrnehmung, Definition. Wollen wir zunächst mal erklären, was ist denn das größte Risiko, was man als Anleger hat? Ich glaube, das allergrößte Risiko ist, dass ich Risiken gar nicht erkenne. Das ist das größte Risiko. Und dann das zweite ist, dass ich Risiken falsch einschätze. Also eine große Irrationalität von außen betrachtet ist beispielsweise unser Zero Risk Bias. Null Risiko ist, was uns am liebsten ist. Und dafür sind wir bereit, sehr, sehr viel zu zahlen. Also gar kein Risiko zu haben, dafür geben wir irrational viel aus. Auch im monetären Sinne geben wir dafür zu viel aus. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf. Vielleicht wollen wir nochmal einen Schritt zurücktreten und erstmal die Definition einholen. Was ist denn Risiko überhaupt? Als Wissenschaftler, okay. Aber die Wissenschaft ist sich nicht einig. Was ist überhaupt Risiko? Grundsätzlich kann man sagen, Risiko setzt sich aus den beiden Komponenten zusammen. Eintrittswahrscheinlichkeit, also wie wahrscheinlich ist das Ganze. Und Impact, also wie hoch ist das Schadensausmaß dort ist. Nur, wir sind leider als Menschen nur bedingt darauf geeicht, zu sagen, Wahrscheinlichkeiten abzuschätzen. Da können das Computer besser als wir Menschen. Und die Schadensausmaß, das ist auch was sehr emotional und heuristisch verfärbt ist. Macht es dann also Sinn, auch bei der Geldanlage überhaupt Risiken vermeiden zu wollen? Oder was ist der beste Weg? Es ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis, mehr Sicherheit zu bekommen. Man sollte nur nicht den Fehler eingehen, Sicherheit mit Garantien zu verwechseln, weil es ist dann schnell garantierter Stillstand dort ist. Und das ist ein bisschen Risiko. Risiken gehören zum Leben dazu. Sonst ist man auch tot. Also dann ist kein Leben mehr dahinter. Das heißt, man sollte es abwägen. Man sollte nicht blindlings Risiko unbedacht, also nicht, was man komplett blind dem Risiko reinrennen, sondern man sollte durchaus verschiedene Risiken auf dem Radarschirm haben. Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, dieses ja, Null-Risiko eingehen bringt nichts. Man sagt ja auch an der Börse, ohne Risiko kein Gewinn möglich. Macht es Sinn? Es gibt ja viele Garantieprodukte auch an der Börse. Wie Sie haben schon angesprochen, für viel Geld die Garantien versucht, das Risiko auszuschließen. So rum. Geht das zum einen überhaupt? Und zum zweiten, wie viel Geld macht es Sinn auszugeben für sowas? Da halte ich mich lieber mit konkreten Empfehlungen zurück. Aber was ich sagen kann als Wissenschaftler, wenn man zum Beispiel mit Leuten russisch Roulette spielt und in einem Trommelrevolver 6 Patronen unterbringen könnte, das heißt, wenn man einmal abdrückt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man stirbt, 1/6 dort ist. Wenn 3 Patronen drin sind, 3/6. Wenn man jetzt Kunden oder Versuchspersonen dazu einlädt, russisch Roulette zu spielen, sind paradoxerweise mehr Leute bereit, für eine Risikoreduktion von 1 auf 0 mehr zu zahlen, als beispielsweise, wenn 3 Patronen in der Trommel sind, von 3 auf 2, was eigentlich doppelt so viel Risiko reduzieren würde. Das heißt, man muss sich sehr genau anschauen, an welchen Stellen reduziere ich wie Risiko. Und genau deswegen haben wir beispielsweise den Risk Perception Rater entwickelt, ein Tool, das hilft, Risiken, die wir überhaupt nicht kennen, die wir nicht auf dem Radar haben, die aber uns dann sehr teuer zu stehen kommen, diese genauer zu erfassen. Und so ein kleines Online-Tool wie der Risk Perception Rater uns eben hilft, genau diese blinden Flecke unserer Risikowahrnehmung besser zu erkennen. Das heißt aber, ohne Computermodelle ist es schwierig, sensibilisiert zu werden auf Risiko? Es muss nicht unbedingt ein Computermodell sein. Ich bin ein Freund des gesunden Menschenverstandes. Das heißt beispielsweise Risiken hinsichtlich der Altersvorsorge schließt unter anderem ein. Ich muss mir auch angucken, was mit Aus- und Fortbildungskosten für mich, für meine Kinder, was mögliche regulatorische Veränderungen im Bereich der Erbe und Schenkung ist. Veränderungen, Risiko bei Energiekosten. Also es gibt sehr viele Risiken, die da draußen sind und die lassen sich eben nicht alle in Computermodellen abbilden. Das heißt aber, jeder muss für sich selbst als allererstes ein Risikoprofil erstellen oder wie läuft das dann? Genau. Also es ist für sich selbst ein Risikoradar zu erstellen, um zu sehen, was sind denn meine blinden Flecken. Also es geht nicht darum zu sagen, richtig und falsch. Es gibt nicht, der eine hat den richtigen Risikoblick und den anderen nein, sondern jeder hat auch historisch biografisch geprägt, eine persönliche Wahrnehmung von Risiko. Aufgrund seines Umfeldes auch eine ganz besondere Situation, die nur ihm individuell ist. Nur die soll er auch mit jemandem besprechen, die einem Anlageberater, einem Vermögensberater, jemanden, der ihm da sagen kann, okay, hast du vielleicht Risiken auf dem Radar, die andere nicht haben? Oder hast du da vielleicht schwarze Flecken, die wir helfen könnten, da eine Vorsorge zu treffen?
Also ist auch vielleicht so eine Aufgabe von einem Investment-Manager, Sie sind hier für Standard Life hier auf dem vom Professionellkongress, von so einem Investment-Manager zu sagen, hier, die Risiken können auf dich zukommen. Genau, also sicherlich hier auch damit dabei sein, professionell zu sehen, welche Risiken ich wie damit umgehen kann. Nur, ich glaube, der wichtigste Schritt erstmal überhaupt, dass ich dieses Risiko erkenne, dass ich zum Beispiel eine Vorsorgelücke für mich identifiziere, dass ich weiß, wieso ich etwas. Und ich glaube, das wird immer entscheidender. Wir sind nicht mehr in der Agrarökonomie, wo der Nährwert durch Produkte bestimmt wird. Wir sind nicht mehr in der Industrieökonomie, in der die Qualität von Produkten und der Wert von Produkten durch ihre maschinelle Fertigung. Wir sind im Moment in der Hochphase Informationsökonomie. Aber auch hier, alles ist auf Knopfdruck verfügbar. Ich glaube, die Wichtigkeit ist, zu beantworten, warum überhaupt. Und dieses Warum muss sich jeder Produktanbieter stellen können und dann eine gute Antwort darauf haben. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Professor Ankenbrand. Danke Ihnen.